Tüdelü, meine lieben Freundinnen und Freunde, willkommen zurück bei It Takes Two mit dem lieben Lü Daniel. Genau. Und dem lieben Rainy. Wir spielen mit May und Cody und in diversen Minispielen haben wir schon gezeigt, dass wir einander wirklich mögen, aber sobald es ums Spiel geht, da kennen wir nichts mehr. Schon ernst, ja. Definitiv. Grüße gehen raus an die Wasserfrau übrigens. Hallo, schön für die Kommentare, war mal cool. Sie stimmt, tatsächlich, ja, sehr. Hat sie mir schon ein paar Mal zugeguckt, aber jetzt sich mal durchgerungen, was zu schreiben. Voll cool. Voll cool. Ich hab dich unterbrochen, du wolltest sagen. Ja. Ob jemand eine Bilanz hat wegen den Minigames, aber die werde ich auf jeden Fall noch nachrechnen irgendwann. Die Kanone hier ist jetzt aktiviert. Oh, und ich stehe hier und drücke mal ein bisschen den Rücken durch. Ach, ja. Oh, tschüss. Und hier ist eine Schneekugel, umgekehrt. Schneekugel in einer Schneekugel. Ich komme zu dir rüber geskatet. Was? Eine Turtle? Oh, die Schildkröten sind wieder weg. Sind sie wieder weg? Achso. Ja, wir mussten jetzt neu starten, übrigens, ja. Ja. Oh, die Errungenschaft haben wir schon. Yes. Okay, Moment. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin, dass mich das wegballert? Boah, ist ziemlich hoch. Ja. Ich glaube, da komme ich nicht hin. Aber die können wir auch nicht drehen oder so. Die ist einfach nur da, um zu ballern. Okay. Für das Leben einer Kanone. Kann ich vorne rein oder so? Nee, ich auch nicht. Nee, leider nicht. War Mist. Aber einen noch. Ich bin beruhigt. Ich kann die Fische nicht rauslassen. Schon mal gut. Ich fahre nochmal kurz hoch, weil ich habe irgendwie das Gefühl, da oben, das sieht so achterbahnmäßig aus. Ja, gut. Ich gebe dir ein bisschen Pulle. Oh. Dankeschön. Jederzeit. Es ist gut zu wissen, dass man jederzeit Pulle kriegen kann. Ja. Oh ja, eine Rutsche. Hui. Ah, und direkt unten ins Netz rein. Oh, das mit dem Flitzen. Okay. Ja, eine Glocke gibt es noch zu aktivieren. Wir waren schon komplett abgelenkt von allem, was es hier zu sehen und zu machen gibt. Typische wir halt. Dann würde ich mal sagen, auf die Glocke. Die letzte. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, was genau dann auf uns wartet. Also wird dann die ganze Welt hier wahrscheinlich am Leben alle. Ja, dann sind alle wieder am Leben und wir kriegen, oh ja, das größere Ziel. Wir kriegen ein weiteres Teil des Briefes, was den Dr. Hakim ja zerrissen hat. Ja. Und auf dem Brief steht, was wir machen müssen, damit wir wieder normale Gestalt annehmen. Schon gespannt. Ich hänge ein bisschen rum, bis du kommst. Ja. Okay. Ich hänge einfach ein bisschen weiter rum. Ein bisschen weiter. Okay, das war nicht so smart. Ja. Hast du gedacht, du. Schau's mal runter. Oh. Was? Wow, warte, was? Ich hab gar nichts gemacht. Oh was? Nein, das wird wieder etwas. Okay. Oh, du kannst. Du, boah, okay. Kannst du dich darüber. Bitte lass mich. Oh nein. Ja, dann. Alles klar? Ich glaube ja, wenn das der Plan war, dann hat das gut funktioniert. Oh, es geht weiter. Müssen wir hier hoch? Oder wo muss ich hin? Ja, nach ganz unten links, glaube ich. Noch weiter hoch? Nee. Warte, ich kann hier lang laufen. Darüber. Wie geil
denen alles eingefallen ist, ne? Ja, schon Wahnsinn. Ja. Okay. Ich wollte noch ein bisschen auf die. Oh, da ist er ja schon. Der glockige Glockenturm. Oh, der unten fliegt noch ein Bock. Sehr schön. Eulen. Ja. Okay. Wo waren die? Ja, ein bisschen gepennt. Oha. Das sieht einladend aus für uns. Oh, apropos, einladend. Wolltest du mich noch zum Essen einladen, oder? Nein. Schade. Aber? Oh. Als wir das letzte Mal die Glocke aktiviert haben, guter Tipp übrigens an alle, da hat man so eine Halfpipe mit Schlitten gesehen. Stimmt. Wo waren die? Das weiß ich nicht, aber wenn wir die noch finden könnten, ist ja natürlich... Ja. Vielleicht schade, könnten wir hier noch zuerst kurz in die Snowball-Arena. Snowball-Arena? Schon ziemlich weit vorne, okay, ich komme. Ja, mein freundlicher Eulenbegleiter bringt mich wieder zu dir, kein Problem. Was macht denn mein... Also Cody sieht manchmal, wenn da unten noch das Magnet so rauskommt, sieht er echt aus, so wie 40 Jahre auf dem Bau gearbeitet und jetzt einfach irgendwie keine Lust mehr. Arme. Snowball Arena. Verdammte Rückenprobleme. Hörst du das? Bandscheibe. Okay, Snowball Arena. Muss man da rechts oder links rein? Ich komme von links, du von rechts. Ich gehe von rechts rum. Alright. Mist. Haha. Schneeschlacht. Ich hoffe, die treffen nicht automatisch auch wieder, sonst wäre das schade. Aber. Eine Battlefield-Momente. Wo müssen wir uns hier anmelden? Willst du mich gleich mit einem Moped abholen, oder? Ja, ganz genau, so sieht's aus. Zielen. Okay. Werfen. Haben wir schon Muni? Ich hab mir welche geholt, ja. Ja, ich eigentlich auch. Also. Nein, oh, okay. Okay, zählt das auch als Punkt? Jeweils, ja. Oh nein, ich hab dich nicht gesehen. Wo bist du denn hin? Tja, ich bin nirgends. Okay. Nein! Na warte, du Kleiner. Vielleicht auch wieder ein bisschen Vorteil. Nein! Gotcha! Okay. Denke, ist ein bisschen Vorteil mit der Maus wieder. Wahrscheinlich, oder? Aber ja, will ich gar nicht so sagen. Nee, alles in Ordnung. Bin da nicht so. Ich muss mich mehr auf das Auto-Aim verlassen. Gut, das war ja sowas von klar. Boah, du hast schon zwei Treffer. Zack. Wo geht der denn hin? Er versteckt sich direkt bei den Schneebällen. Wie viel ist das denn? Das gibt's nicht. Hab ich noch? Ich hab noch. Wo bist du? Nein, ich bin runtergefallen! Nein! Oh Gott. Ja, runterfallen ist die Hölle. Weniger wegen dem Runterfallen, sondern mehr, weil ich dann genau weiß, wo du spawnst. Okay. Tolle Spiele, echt, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Und das einfach so nebenbei im Spiel, ja.
hier, vor allem das ist jetzt noch so ein bisschen versteckt sogar. Also ich glaube, das gibt es noch den einen oder anderen, die das gar nicht gefunden haben. Also einfach so noch nebenbei, wenn ihr Lust habt, ballert euch ein paar Schneebälle in den Kopf. Ja, das gab es aber auch schon in dem Vorgänger. A Way Out haben sie auch sehr, sehr viele. Stimmt, stimmt. Wenn es ärgerlich nicht und so. Oh, ja, ja, genau. Ja, ja. Wo war denn? Die Halfpipe, genau, stimmt. Ich hätte sie wieder fast vergessen, oder? Die Halfpipe. War die beim ersten sogar? Kann das sein? Beim ersten hatten wir jetzt noch nicht so viele gesehen. Okay, oder schon. Ice Pickle Throwing. Na, vielleicht war ich auch falsch mit der Halfpipe beim ersten. Ich hatte im Kopf, dass es beim ersten war. Hm. Ach doch, hier. Hier, hier bei mir. Ah, sehr schön. Ah. Okay, was kann man da... Ich glaube, da kannst du mich einfach hin und her jagen. Mir eine Freude. Yeah. Oder... Soll ich... Wenn du in den anderen gehen würdest, wäre besser, ja. So... Wait. Nein. Wait, whoa. Woohoo. 360 no scope. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Also warte, ich lass dich auch mal ein bisschen umher. Na, machen wir dem hier noch eine Freude. Da kannst du, glaube ich, besser. Stell dir vor, der sitzt den ganzen Tag in diesem Schlitten und wartet, bis ihn jemand anschaut. Und da kommen wir und jagen ihn direkt mal voll in die Hölle. Ist ja geil. Ah komm, das hat er sich verdient. Ach, schön. Schön, schön, nun, schön. Okay, dann... Ein kleines Detail. Ich hatte tatsächlich eher auf ein Minispiel gehofft, aber es war ja, schon. Ja, ja, ganz ja. Aber ich glaube, es gab pro Glocke gab es jetzt ein Minispiel. Eispickel werfen, das Shuffleboard und die Schneearena. Aufwachen, Leute, oh, aufwachen hier. So. Na dann, dann, Schneekugel. Ah, hier. In der Schneekugel. Bitte, ich komme angeschossen. Soll ich zuerst noch Schnee aufmunitionieren? Ach, glaub das. Glaub auch. So. Und dann ab dafür. Was jetzt wohl noch kommt? Wir werden in einer Schneekugel. Ja. Funny people. The whole town is alive again. We made it. Yeah, my ears are still ringing. Good job, though, Cody. You too. Me. Hey, there's the shop where I got your Christmas gifts. What? You told me you got my gifts before we got here. I did, but I left them at home. You could have told me, instead of spending money on new gifts. I was worried you'd be disappointed. Of course not. I could have waited for my Christmas presents. But what happened to the gifts at home? Oh, I hid them. Those were your presents the next year. Smart as always, me. Also, mir fällt auf, der Winter ist so ein bisschen unser Ding. Da haben wir am Anfang schon so ein bisschen wieder zusammengefunden. Ja. Und jetzt wird's immer besser. Ich glaube, das ist... Boah, das ist ja eine Disco-Kugel! Also, ich meinte, boah, da hängt ja eine Disco-Kugel. Ich glaube, wir machen uns auf jeden Fall schon mehr Komplimente als vorher. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und offenbar haben wir hier noch gut Party gemacht, hä? Yeah. Hey, we got ourselves a party. Awesome. Yeah, this is more like it. Er kotzt einfach. April. Ich glaube, du hast
Du hast ein bisschen über den Fluss. Er kotzt in Herzform. Oh, wie goldig! Ja. Ich konnte mir einen Hut stibitzen. Das ist ja ganz klar. Um unser Gameplay zu beschreiben, keiner kann uns das Wasser reichen, außer dem Barkeeper. Ja. Sag ich lieber wieder nichts zu. Ja, vor allem, ja. Der kotzt auch hier. Also das mit dem Kotzen ist jetzt auch weglassen. So lange. Ja, es ist. Schon, aber der Hut, der ist echt Wahnsinn. Wie auch immer, dass er eine Rolle mit so einem Hut. Speed. Ja, die sehen aus, als hätten sie Speed. Ja. Oh! Ist das Wok-Fahren? So ähnlich, so eine Art Schlitten? Wir werden es rausfinden. Feel the music. Oh nein, oh, wieder klicken, Schnecke. Oh ja! Da bin ich ja so schlecht. Hey, bitte? Kannst du mal damit aufhören, mich zu checken? Komm schon, gib Gas, gib Gas. Nein, oh. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen am Anfang. Nämlich? Vielleicht ein Insider, den du nicht kennst, aber ey! 2, 3! Ja, den kenne ich ganz bestimmt. Ja. Bist du schon mal wirklich Bob gefahren? Nein. Ich hatte tatsächlich mal die Möglichkeit. Das ist crazy. Ace, 2, 3. Ja, ja. Wenn wir schon aussehen wie Jamaikaner, wenn wir schon laufen wie Jamaikaner, was soll die ganze Ace, 2, 3 Scheiße? Oh, das ist. Okay, das ist. Moby Dick oder was? Was ist das? Heimer, ja. Ja, er hat's auch gesagt. Ja. Sieht ein bisschen. Fährt man in der Spur schneller? Ich hab keine Ahnung. Was die sich alles einfallen lassen haben, ist crazy. Oh, genau! Ich falle! Du fällst auf. Oh. Ist das ein wilder Ritt? Jetzt geht's ab hier. Wir zwei Wesen. Komm, ne? Wir leben noch, wer hätte das gedacht? Ja. How are we supposed to get to the top of the mountain from here? Ah! Oh, come on! The lighthouse will take you to the top of the mountain! Just follow its light! But the light's not on! Sometimes! The answer is hidden beneath the surface. Dive in and dive deep. I don't do well in cold water. Ja, es muss ja eiskalt sein. Eigentlich schon. Was für ein Höllenritt. Schon wieder. Das letzte Mal mit dem netten Käferkollegen. Ja. Und diesmal mit diesen geilen Schlitten hier. Das war ja mega. Ich fliege übrigens jetzt auch auf dem Schlitten. Ach, das ist eigentlich Aladins Schlitten. Kitesurfer. Ich sehe, du kannst das auch. Kein Problem für uns. Die fliegenden Schlittenfahrer. Jo, ja, ich denke, bevor wir hier ins Wasser springen, machen wir nochmal einen Cut. Ich glaube nicht so gut. Ja. Komme nicht so gut zurecht mit kaltem Wasser, hat der Cody gesagt. Das könnte auch auf mich zutreffen. Wasser ja, aber kalt. Oh. Da bin ich ein bisschen eine Susi, wenn man das bei euch auch so nennt. Ja, ich freue mich aber trotzdem auf nächste Folge. Ich hoffe, du auch. Absolut. Hervorragend. Und
dann würde ich sagen, mit diesem Höllenritt und viel Spaß, würde ich sagen, verabschieden wir uns von dieser Folge. Besten Dank fürs Dabeisein. Wäre cool, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei wärt. Bis dahin, bleibt sauber, bleibt geschmeidig, macht keinen Scheiß und tüdelü. Tüdelü.